Hallo Welt, da sind wir wieder und verratet es nicht, aber wir kümmern uns jetzt um den leuchtenden Majorlock hinter der Tür hier. Der letzte seiner Art hier in der Gegend. Da kommt er, wir locken ihn raus. Wir locken ihn genau hier entlang. Wo ist er denn? Da kommt er. Oh nein, ich spring mal rein. Ja, wenn ihr da reinlauft. Der ist wirklich da reingelaufen. Okay, eine noch. Oh nein, das hat gar nichts gebracht. Oh, ich habe den falschen Knopf. Ich habe wieder den falschen Knopf in der Panik. Oh nein. So langsam hätte ich es aber gelernt haben müssen, Mensch. Nach 80 Folgen. Ich drück immer, ich will V, ich will... Was will ich denn eigentlich? Wegrennen. Und dann drücke ich statt irgendwas anderes. Ihr Blödmänner, ihr müsst da nicht reinrennen. Was sollen wir machen, General? Ja, zurück. Bleibt einfach hier stehen und schießt auf alles, was da rauskommt. Du auch. Hey! Na? Warte da. In Ordnung. Nein! Diese scheiß Steuerung! Die Maus! Wenn er da rumkrebst, dann kann ich das nicht. Los, Kotzwerk! Pack ihn hier! Steh doch nicht nur so da rum! Mach was! Mach irgendwas! Schmeiß mit Kastanien oder... Ach, mein Gott! Sind bestimmt voll die coolen Sachen drin dann. Halt, das für eine gute Idee? Und weg hier. Raus hier. Renn doch. Das kann doch nicht wahr sein. Granate. Ja, das ist doch Quatsch. Das ist doch wirklich Unsinn, ey. Mann, das kann doch überhaupt nicht. Wer soll denn sowas schaffen dann? Renn doch nicht dahin, ich hab hier eine Granate. Verstehe ich nicht. Laserpistole, versuchen wir die mal. Ja, so ein bisschen. Was? Der lädt sich wieder auf dadurch. Jetzt kann ich nochmal von vorne anfangen. Hallo Welt, und wir sind wieder da und erschießen jetzt mit einem Schuss in den Kopf, ins Auge rein, erschießen wir jetzt diesen kleinen, hässlichen, leuchtenden Majorlock. Ein Auge ist doch schon kaputt. Oh, guckt euch das an, seine... Das richtet so gut wie gar nichts aus, was ich hier mache. Ich versuche jetzt nochmal über den Wetz. Seinen Kopf zu treffen wenigstens. Der Kopf hat immer noch die Hälfte. Ganz schön hartnäckig, diese Dinger. Na. Ich denke, keine bessere Waffe. Wenigstens hängt er da jetzt fest. Ich kann jetzt alles ausprobieren, was ich will. Also das hat nicht so viel gebracht. Hier haben wir nichts für und 45er. Versuchen wir das mal.
Bringt das was? Irgendwas? Die Kugeln, die kommen doch gar nicht so weit, oder? Ich glaube, das Ding bringt auch nichts. Jagdgewehr. Okay. Das war die gleiche Munition, aber vielleicht... Nein, bringt auch nichts. Das war ja ganz seltsam. Vorhin konnte man diese kleinen Dinger ja auch ganz einfach mit Feuer bekämpfen. Vielleicht brauche ich das da bloß unter Wasser zu halten und es ploppt dann auf. Ich werde jetzt zur Burg gehen und diesen Sendemasten alleine einschalten. Komme, was da wolle. Oh, ich könnte das Ding könnte ich auch hierher locken und dann den Truck entzünden. Aber dann würde ich mit dabei drauf gehen. Was auch immer ich tue, ich werde es schon richtig machen. Werden wir sehen. Da hinten ist der jetzt auf einmal. Der ist hier drin. Hast du den einfach vorbeilaufen lassen? Hallo? Scheiße. Was sollen wir machen, General? Ich schlage vor, wir... Ja, ich weiß auch nicht. Wir schalten das Ding hier ein. Was ist das denn? Lautsprecher ist an. Und jetzt? Oh, da geht's schon wieder los. Nein. Ja, was mache ich hier eigentlich? Genau ins Gesicht die ganze Zeit. Nichts passiert. Jetzt ist er auf einmal wieder voll. Ich müsste rausfinden, wieso kann er sich immer wieder voll aufladen. Vorsicht, Granate. Shift und dann rennt die erst viel zu spät. Typ ist lebensmüde, ey, wenn er sich so dahin stellt. Da hast du gar keine Chance. Ihr habt ihn erwischt, jetzt ehrlich. Oh, wie geht's ihm? Das ist aber nicht der leuchtende Legendäre. Okay, da leuchtet doch noch der Typ. Beide Arme ab. Ach, ich lerne es nie. Das ist ja kein Drama, das ist ja lächerlich. Das ist ja gar nicht. Ist das. Der rennt so auf mich. Nur weil ich hier schieße, oder? Da kommt auf einmal hat er wieder volle Energie und ich will wissen, wieso. Was soll denn dieser Scheiß? Ich kann das nicht machen. Wo rennt er jetzt lang, dass der auf einmal wieder volle Energie hat? Keine Energie? Da, volle Energie auf einmal. Woher? Ich hab nicht gesehen. Der hat doch nichts gemacht. Hat er jetzt irgendein Stimpack genommen oder was? Ja, das geht doch überhaupt nicht. Oh oh. Seht ihr? Ich wehre mich gar nicht mehr. Ach, das Ding muss ich ja auch noch erledigen.
Irgendwann kriege ich einen Trick raus. Und da sieht man noch, wie das geht. Ganz einfach. Ja, jetzt schieße ich auch noch mal einen eigenen. Hierher lässt er sich nicht locken. Ziemlich intelligent, oder? Schlauer als ich. Er schafft es immer, mich rauszulocken. Auch nichts. Nee, das hat keinen Sinn hiermit. Wir müssen da was anderes machen. Das ist aber wirklich übertrieben. Egal, was das für ein Viech wäre, mit so einer Waffe dermaßen drauf zu rotzen, das wird überhaupt nichts überstehen. Gar nichts. Naja, fast nichts. Das Ding da doch. Das hat ja wenigstens die Hälfte schon mal, aber kaum ist man soweit. Es scheint immer so, es sieht so aus, als würde es weniger werden und dann... Nee, ich habe mich jetzt gerade entschlossen, die Aufnahmen alle nochmal zu machen. Und zwar richtig, ohne zu sterben. Jetzt soll er aber auch bitte schön nicht im Wasser sterben. Ach, ist mir doch egal. Hauptsache er stirbt, meine Güte. Ach. Ja. Ja, leckt mich fett. Das macht keinen Spaß. Ja, doch, macht es. Nein, macht es nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß gerade nicht. Macht es Spaß oder nicht? Einer hat überlebt. Wir beiden sollen uns jetzt noch um die Königin kümmern. Das machen wir aber nicht jetzt, oder? Hallo? Scheiße. Was sollen wir machen, General? Durchladen und auf zur Königin. Oh, da höre ich sie schon. Und die werden wir in der nächsten Folge erledigen. Und wenn nicht, dann in der übernächsten. Bis dann. Tschüss.